Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Freistil Schach. Der Elias spielt gern Schach, der Papa auch, der Opa auch. Es gibt einige, die gern Schach spielen und das haben wir euch, glaube ich, auch mal in der News so präsentiert. Und jetzt spielen wir ein verrücktes Schach, in dem Fall aus dem Hause Mattel, Freistil Schach. Zwei Spieler ab 8 Jahre, 30 Minuten. Und das Spiel hat ein paar Besonderheiten. Nenn mal eine Besonderheit in diesem Spiel, bevor wir anfangen. Was ist eine Besonderheit? Eine Figur ist immer alles. Genau, eine Figur ist alles und da steht der König. Was ist noch eine Besonderheit, wenn ich an das denke? Die Blättchen kann man umdrehen, da ist eine andere Farbe dahinter. Das sind die fest vorgegeben? Nee, die verteilt man irgendwie am Anfang aus. Genau, es sind hier Quadrate angegeben und der Elias hat die Kreise. Ich habe Kreis verteilt, Papa Quadrate. So, das heißt, das Spiel ist schon mal ganz variabel. Und die dritte Besonderheit ist, die Figur, die fährt so weit oder zieht entsprechend also, weit, was sag, drunter angegeben das ist. Das ist jetzt... Das Pferd. Ist das Pferd. Genau. Jetzt sagt... Wie wäre das hier, wenn ich mit dem fahre? Jetzt mache ich kein Pferd. Jetzt mache ich eins. Okay. Das ist kein Pferd, aber es ist da angegeben. Ja. Und mit dem hier kann ich diagonal fahren. Was ist die Aufgabe in dem Spiel? Den König zu schlagen. Ist total simpel, ist total aber verrückt. Und das hier, der Kreis hier bedeutet, dass ihr... Und dann in Angrenzen schlagen kann. Ja, so. Das ist ein Teleporter. Ihr merkt, wie verrückt das Ganze ist. Wir zeigen euch das mal spielerisch und deswegen auch gleich am Anfang. Gucken, der Gegner, der kann es auf den Gegner dann schlagen. Weil wenn er jetzt mit dem Teleport da drauf geht, schlage ich den. Mhm, genau. So, dann würde ich einfach mal sagen, wer fängt an? Haben wir Ratlau? Du? Ich soll anfangen. Der Papa muss nur ein bisschen überlegen, weil es ist schon ein bisschen verrückt, was man hier machen muss. Deswegen ziehe ich... Ich fäng jetzt schon an, ich habe kaum begonnen, schon muss ich überlegen. Ich ziehe einfach mal hier hin. So, das heißt, der kann sich nachher entsprechend so bewegen. Deswegen sind die auch so offen gestaltet. Schon ein bisschen verrückt. Also wir zeigen euch am Anfang auf jeden Fall, man kann das Spiel, wir haben das auch locker schon mal eine Dreiviertelstunde gespielt. Man kann das aber auch schon 10 Minuten spielen. Das geht recht schnell. Aber man muss sich auf alles konzentrieren, auf das ganze Spielfeld. Nicht nur auf die Kombination, wie beim normalen Schach, wobei da berücksichtigt man auch natürlich viele weitere Züge. Aber hier muss ich das ganze Spielfeld im Blick haben, weil das ja jedes Mal ganz verrückt abläuft. So, jetzt muss ich schauen, wie ich ziehe. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich schauen soll. Dann ziehe ich mit dem jetzt hier rüber. So. Du hast schon deine eigene Figur. Ja, dann ziehe ich jetzt hier rüber. So. Okay. Dann muss ich immer schauen, dass er ein bisschen geschützt wird hier durch den hier. Also Wahnsinn. Der wird hier geschützt durch den beispielsweise. Also Wahnsinn. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit noch ein paar Zügen, weil der Elias überlegt da ganz genau. Letztes Mal haben wir auch gespielt, da haben wir erstmal die Hälfte Figuren da gleich weggehabt. Und dann war es angenehmer zu spielen, weil dann war es übersichtlich. Am Anfang ist einfach so viel und man hofft natürlich immer, dass einer einen Fehler macht, dass ich eine Figur klauen kann von einem Spieler, damit er meine Figur nicht gleich klauen kann. Ähnlich wie beim Schach, aber hier ist es natürlich noch extremer, weil ich, wenn ich viele Figuren habe, dann bin ich total flexibel. Und das ist ja der König entsprechend, den man natürlich schlagen muss. So Elias, du bist dran, sonst muss ich eine Zeituhr nebendran setzen, wie es beim Schach ja auch üblich ist. Dann wird das auf Zeit gespielt. Du solltest jetzt auch langsam mal deinen Zug machen. Das ist aber auch ein anderes Schach. Ja, natürlich. Das ist ein verrücktes Schach. Freistilschach in dem Fall. So, Elias, du bist dran. Du ziehst dahin. So, jetzt muss ich schauen, was ich machen kann. Dann ziehe ich jetzt einfach mal hier hin. So, ohne zu überlegen. Wobei, nachher muss man schon kräftig den Kopf anstrengen. Oh, warum denn? Ah, bin ich nicht gesichert? Ja. Sehr gut. Was für eine verrückte Idee für ein Schach, in dem Fall Freistilschach. Im Prinzip fahr einfach mal, wie du denkst, beziehungsweise wie die Position angibt unter dem Plättchen. Das ist mal was ganz anderes, was Verrücktes. Und ich muss anfangs sagen, in der ersten Partie fand ich es durchaus witzig. Das zu spielen natürlich. Ja, die Silke hat nur mit den Augen gerollt. Die gesagt, hey, das geht ja gar nicht. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ganz witzig. Aber Elias, wie ist denn deine Meinung mittlerweile zu dem Spiel? Findest du es gut? Gut. Gut? Also ich finde es schlecht.
ich finde es irgendwie, weiß nicht, ich brauche es nicht. So habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Also ich spiele lieber normale Schach, da habe ich mehr davon, anstatt hier so ein durchaus glücksbetontes Spiel zu spielen, wo man durchaus auch den Kopf anstrengen muss. Da muss man durchaus viel überlegen, aber wo einfach verrückt ist auf irgendeine Art und Weise und das mag ich nicht. Dir gefällt's anscheinend, Elias? Ich finde es okay. Und du findest... Ah, okay, mittlerweile. Er findet es okay, aber ihr könnt euch selber eure Meinung bilden. Das Material hat auch das ein oder andere Problem, weil das Spielbrett, das löst sich schon auf den Seiten. Hier diese Kartonage, also es ist auch nicht so perfekt produziert. Das hier reicht völlig aus, was jetzt die Figuren angeht. Aber hier auf der Seite, hier, da löst sich das Spielbrett schon langsam. Da mussten wir auch schon nachkleben. Das auch nochmal an dieser Stelle erwähnt. Also da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet. Also insgesamt ein Spiel, was ihr jetzt gesehen habt. Ihr konntet euch jetzt eine Meinung bilden. Ich sage, man braucht es nicht. Man spielt es vielleicht ein paar Mal und dann war's. Aber kein Spiel, wo ich sage, das würde ich jetzt immer regelmäßig spielen oder in einer Woche oder zwei. Ich brauche es eigentlich im Moment gar nicht mehr spielen, weil mir gefällt es absolut nicht. Mal schauen, wen der Elias findet zum Spielen. Dass man in dem Fall das Ganze absolvieren kann. Ob man damit Schach lernt, sei auch dahingestellt. Also keine Empfehlung von mir. Je nachdem, der Elias sagt okay. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall die Meinung. Ja, insgesamt, ich bin unzufrieden. Ich wiederhole mich hier 100 Mal. Aber wenn es euch trotzdem gefällt, könnt ihr gerne den Link unten in der Beschreibung nutzen. Einen der Links. Guck da mal, könnt ihr uns nämlich auch unterstützen. Es gibt auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Schaut da einfach mal rein. Das wäre super, wenn noch weitere ins Boot springen würden. Da ist man auch weiterhin im Austausch verbunden. Wie gesagt, auf sozialen Netzwerken etc. sind wir auch aktiv. Wenn ihr doch Kontaktmöglichkeiten sucht, dann nutzt auch gerne die eine oder andere Möglichkeit. Das waren alle Infos zum Spiel und jetzt sage ich tschüss, macht's gut und bis bald.